Sieglinde Malaschek, geboren 30. Oktober 1964 in Düren, wohnhaft in Koppenrad, verheiratet, Gastwirtin, sie sind Inhaberin des Ausflugslokals zur schönen Aussicht. Ja, das ist ein Familienbetrieb, von meinem Vater aufgebaut und mein Mann und ich, wir haben den geerbt. Für den 12. Februar 2010 lud die Angeklagte den Restaurantkritiker Thomas Bach in ihr Ausflugslokal zur schönen Aussicht in Koppenrad ein. Für dessen Besuch hatte die Angeklagte zwei stark mit Knoblauch gewürzte Frikadellen aus Hackfleisch vorbereitet, das sie drei Tage auf einen Heizkörper gestellt hatte, damit das Fleisch ungenießbar wurde. Als Thomas Bach gegen 12 Uhr in der Gastwirtschaft erschien, servierte ihm Dirk Malaschek, der Sohn der Angeklagten, nichtsahnend die Frikadellen mit Kartoffelpüree. Als die Angeklagte wenig später hinzukam, sah sie ihren Plan erfüllt und schritt nicht ein, sondern ließ ihren Gast weiter von dem verdorbenen Fleisch essen. Wegen der starken Würzung aß Thomas Bach jedoch nur zwei Bissen und verließ das Lokal. Wenig später litt Thomas Bach unter starker Übelkeit und Durchfall und musste sich mehrmals übergeben. Er erlitt eine schwere Lebensmittelvergiftung, weswegen ihm im Krankenhaus der Magen ausgepumpt werden musste. Die Angeklagte wollte sich so dafür rächen, dass Thomas Bach im Dezember 2009 eine schlechte Kritik über das Essen in ihrem Lokal geschrieben und wegen mangelnder Hygiene Anzeige beim Gesundheitsamt erstattet hatte. Die Angeklagte wird somit der gefährlichen Körperverletzung beschuldigt, strafbar gemäß § 223. Frau Malaschek, die Anklage haben Sie gehört, wollen sich dazu äußern? Ja, natürlich will ich was dazu sagen. Weil eigentlich bin ich nämlich hier das Opfer. Wieso sollten Sie das Opfer sein? Ah ja, weil das Lokal, das war doch wie mein Baby. Ich hab doch alles reingesteckt, malucht wie verrückt. Da würde ich doch nicht vergifteten Fraß servieren, um das alles zu verlieren. Und verloren hat sie tatsächlich ja alles. Infolge der Lebensmittelvergiftung von Thomas Bach ist ihr Restaurant vom Gesundheitsamt geschlossen worden. Meine Mandantin hätte es auch niemals so ein Eigentor geschossen. Genau. Da gibt es aber jemanden, der daran Interesse hat. Mein eigener Sohn, Dirk. Moment, wieso sollte Ihr Sohn Interesse daran haben, dass Sie das Lokal schließen müssen? Ist doch klar. Wenn wir pleite gehen, dann könnte er für ein Apfel und Ei den ganzen Laden kaufen. Aber ich werde um den Laden kämpfen. Ich bin ein Skorpion. Ich habe den Stachel schon aufgestellt. Und überhaupt ist mein Laden tipptopp. Ich habe ein Video von Ihrer Küche gesehen, das ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes zwei Wochen vor der Tat aufgenommen hat. Das sah alles andere als tipptopp aus. Klar, dass der das so gesehen hat. Dabei war das gar nicht so schlimm. Der ist doch nur von dem Bach geschickt worden. Und zwar nachdem der Herr Bach schon im Dezember 2009 eine Kritik im Koppenrader Morgenblatt veröffentlicht hatte. Ja, kein gutes Haar dann uns gelassen. Da kochen die Emotionen dann schon wieder hoch, und nicht wahr? Ja, dieser Schnösel. Als wenn der Ahnung von gutem Essen hätte. Ich kann doch da keine Trüffel servieren. Bei uns erwarten die Leute gute Hausmannskost. Ja, wenn denn überhaupt mein Gast kommt, nicht wahr? Aber es kam ja keine mehr, seit dieser Artikel hier erschienen ist. Stimmt es denn, dass Sie seitdem kaum noch Gäste hatten? Ja, es ist schon wahr. Und haben Sie den Herrn Bach dafür verantwortlich gemacht? Schon. Tja, und dann hatte Ihnen Herr Bach auch noch das Gesundheitsamt geschickt, nicht wahr? Wodurch Sie noch mehr Ärger gekriegt haben. Und da kam Ihnen der Gedanke auf Rache. Ach, das ist doch Blödsinn. Ich begebe mich doch nicht runter auf dem sein Niveau. Sie meinen Niveau? Ja, habe ich doch gesagt. Haben Sie Herrn Bach dieses Fax hier geschickt? Da steht geschrieben, dass er für den 12. Februar um 12.30 Uhr in ein Lokal eingeladen ist, um eine neue Kritik zu verfassen. Ich habe den sicher nicht eingeladen. Aber das Fax ist mit der Absenderkennung Ihres Faxanschlusses versendet worden. Ja, das war mein Sohn Dirk, der hat das Fax geschickt. Jetzt sollen Sie den Herrn Bach schon wenige Tage vor diesem Fax telefonisch angefragt haben, ob er Ihnen denn nicht eine zweite Chance gibt. Ja, aber wir hatten doch noch keinen festen Termin gemacht. Mein Mann und ich, wir wollten erst mal die ganze Bude auf Vordermann bringen und dann was Tolles kochen. Ein Gericht, was den echt förmlich umhaut. Das hat es auch. Sie sollen ja laut Aussage Ihrer Mieterin Emilia Parisi, die ja über Ihrem Lokal wohnt, schon ein paar Tage vorher im Wäschekeller einen Teller mit Hackfleisch auf die Heizung gestellt haben. Und zwar tagelang. Ich weiß nicht, was diese Frau da gesehen haben will. Ich denke, da haben Sie ganz gezielt Bakterien gezüchtet, ja, damit sich Herr Bach schön daran den Magen verdirbt. Was hätte ich denn davon, wenn sich der Herr Bach bei mir den Magen verdirbt? In erster Linie Genugtuung. Das wäre aber eine kurze Freude gewesen. Dann verreißt er mich doch in seinem Käseplättchen. Da hätte ich doch einen größeren Schaden gehabt als Freude. Und die Vergiftung von Thomas Bach hat ihn also sehr wohl geschadet. Denn infolgedessen wurde ja Ihr Restaurant vom Gesundheitsamt geschlossen. Genau. Und mein Mann und ich, wir haben uns geschworen, wir kämpfen. Und deswegen wollte er ja auch am 12.02. zu seinem Freund Knut nach Köln und sich Geld von dem leihen. So, und Sie hatten inzwischen Ihr Lokal auch wieder eröffnet. Ja.
An dem besagten Freitag, haben Sie das denn mitbekommen, als der Herr Thomas Bach zu Ihnen ins Lokal kam? Ja, nee, ich war doch oben im Büro im ersten Stock. Ich hab das nicht mitgekriegt. Mein Mann, so schlau wie der ist, hat er natürlich den Stadtplan auf der Anrichte liegen lassen. So, da musste ich ihn am Telefon durch komplett Köln durchlotsen, dass er zu seinem Freund gefunden hat. Und ich war oben und hab überhaupt nicht gemerkt, dass jemand da war, bis auf einmal mein Sohn Dirk hochplärzt. Mama, der Bach ist hier und ich hab den gerade bedient. Und dann? Ja, und dann war ich erstmal baff, dass überhaupt ein Gast da war. Und dann noch ausgerechnet der. Und ich war auch total erstaunt, dass Dirk da war, weil seitdem die Flaute war, da ist er ja gar nicht mehr gekommen. Und Sie sind dann runter zu Herrn Bach? Ja, na sicher. Ich wollte ja fragen, ob es ihm geschmeckt hat. Aber da war der Drops ja schon gelutscht. Was wollen Sie damit sagen? Der Dirk hatte dem die Frikadellen da serviert und das lag dann nicht mehr in meiner Hand. Die Frikadellen waren ja das Tagesgericht. Waren die schon vorgefertigt? Nein, bei uns wird immer frisch gekocht. Das heißt, Sie wollen sagen, Ihr Sohn hat die Frikadellen gefertigt? Ja, sicher. Und als Sie jetzt in den Gastraum gekommen sind, wie hat der Herr Bach darauf reagiert? Ja, ich kam gerade dazu, da hatte der so die halbe Frikadelle gegessen und spuckt ein Stück Frikadelle auf den Tisch und schreit, das würde mir ja noch nicht mal einem Hund vorsetzen und ist einfach aufgesprungen und rausgerannt, ohne sich zu verabschieden. Also eine Frechheit. Na, bei dem verdorbenen Fleisch ist es ja wohl auch verständlich, oder? Und damit der Geschmack dieses Gammelfleisches möglichst übertüncht wird und Thomas Bach möglichst viel von diesem Fleisch isst, haben Sie es mit viel zu viel Zwiebeln und Knoblauch zubereitet. Meine Mandantin wusste nicht, dass das Fleisch verdorben war. Ihr Sohn Dirk hat die Frikadellen zubereitet und serviert. Genau, mein Sohn hat, seitdem er Koch gelernt hat, von Anfang an das Lokal an sich reißen wollen. Weil ich habe mir das in der Akte mal genau angesehen. Soweit ich weiß, arbeitet Ihr Sohn Dirk normalerweise nur im Service bei Ihnen. Ach, der hatte doch so neumodische Ideen. Der wollte doch so komische Sachen kochen. Das essen die Leute bei uns nicht. Ja? Und dann war er im Service gut aufgehoben. Ich meine, der ist ja fast gar nicht mehr gekommen. Es war ja auch nichts mehr zu tun. Weitere Fragen noch an die Angeklagte? Keine Frage. Dann treten wir die Beweisaufnahme ein. Nehmen Sie mal bitte beim Herrn Verteidiger Platz. Thomas Bach, bitte. Herr Bach, nehmen Sie einfach hier vorne Platz, bitte schön. Schön. Sie wissen, dass Sie als Zeuge vor Gericht natürlich die Wahrheit sagen müssen. Natürlich. Sie wissen auch, wenn Sie was Falsches sagen, machen Sie sich strafbar. Ja. Sie heißen Thomas Bach, 30 Jahre alt, Sie wohnen in Koppenrad. Sie sind ledig, sind Chefredakteur des Koppenrader Wochenblattes. Zugleich sind Sie dort auch der Restaurantkritiker. Stimmt soweit? Stimmt soweit. Und ich habe zudem noch zwei Restaurantführer herausgebracht. Und mit der Angeklagten sind Sie weder verwandt noch verschwägert. Und Sie wissen natürlich, wieso wir heute hier sind. Allerdings, weil ich Gammelfleisch vorgesetzt bekommen habe von dieser Frau und ich halb krepiert wäre an dem Zeug. Ich war das nicht, das war mein Sohn. Ich glaube Ihnen kein Wort. Herr Bach, Sie haben ja im Dezember 2009 für Ihre Zeitung schon mal eine Restaurantkritik über das Lokal von Frau Malaschek geschrieben, ja? Ja, das ist richtig. Und die fiel katastrophal aus. Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht lügen, oder? Nix für. Sie sind doch selber schuld und vor allem sind Sie selber schuld dran, weil ich noch eine zweite Chance gebe und die Sie nur für Ihre Rachegelüste nutzen. Wie kam es überhaupt dazu, dass Sie Frau Malaschek noch eine zweite Chance gegeben haben? Ja, sie hat mich angerufen. Das war so am 3. Februar. Und sie teilte mir mit, dass sie alles besser machen wollte. Also gut, habe ich gedacht, okay, gebe ich ihr noch mal eine Chance. Mhm. Ich bin ja nicht dazu da, um die Gastronomie zu verschlechtern mit meinen Kritiken, sondern um sie voranzubringen. Mhm. Allerdings wollte sie mir damals noch keinen Termin nennen. Erst 3 Tage später kam dann dieses Fax. Das Fax haben wir hier, ich verlese das hier mal. Sehr geehrter Herr Bach, wir würden uns freuen, wenn Sie unser Lokal am 12.02. um 12.30 Uhr zwecks der zweiten Chance beehren würden. Mit freundlichen Grüßen, Sigi Malaschek. Das ist allerdings auf dem Computer geschrieben, auch nicht extra unterschrieben. Die Einladung wurde vom Faxgerät der Angeklagten ausversendet. Und zwar am 6. Februar um 13.37 Uhr. 13.37 Uhr, da war ich doch in der Küche. Außerdem kann bei uns theoretisch jeder das Fax verschicken, weil die Tür zum Büro steht immer offen. Wann sind Sie dann an dem 12. Februar in das Restaurant, der Frau Malaschek? Ja, das war so kurz vor 12. Ich gab noch ein Interview, damit war ich früher fertig. Und es hat sich einfach nicht mehr gelohnt, in die Redaktion zurückzufahren. Und wie sind Sie empfangen worden? Empfangen? Vom leeren Speisesaal bin ich empfangen worden. Es war außer mir kein Gast da. Und da hat es mich doppelt geärgert, da ich schon mal eine Viertelstunde warten musste, bis überhaupt mal jemand gekommen ist. Wer hat die Bestellung aufgenommen dann? Dirk, Ihr Sohn. Hm. Ich habe mich dann letztendlich für ein Glas Wasser entschieden und eben die Frikadellen, die Tagesempfehlung. Entschuldigung, mir kommt jetzt noch alles hoch, wenn ich an den Geschmack von den Dingern denke. Haben Sie mitbekommen, wer die Frikadellen zubereitet hat? Nein, aber das Essen ist so schnell serviert worden, dass Frau Malaschek es niemals frisch zubereitet hat. Das ist eben mal schnell in die Mikrowelle gestellt worden und fertig. Das hat 100 pro mein Sohn Dirk vorbereitet. Und der hat Ihnen auch das Fax geschickt. Dirk soll das gemacht haben? Bestimmt nicht. Dirk ist ein ausgezeichneter Koch. Und er hat seine Kochausbildung mit Bravour gemeistert. Und er hat zahlreiche Nachwuchspreise abgeräumt. Also jetzt aber zurück zu der Situation. Als Sie die Frikadellen dann vor sich hatten,
Wie ging's weiter? Ja, ich musste erst mit der Gabel in so einer grauen Pampe rumstochern, bis ich überhaupt mehr erkennen konnte, was das ist. Konnten Sie schmecken, dass das Fleisch verdorben war? Nein, direkt nicht. Die Frikadellen waren total überwürzt. Viel zu viel Knoblauch, viel zu viel Zwiebeln. Ein zweiter Bissen ging dann auch noch, aber dann im Nachgeschmack. Bah, aber ehrlich zum Kotzen. Haben Sie sich dann sofort beschwert? Ja, Frau Malaschek ist dann plötzlich mal aufgetaucht. Und da habe ich ihr halt gesagt, dass es eine absolute Frechheit ist, mir sowas vorzusetzen. Waren Sie da noch beim Essen, als sie reinkam? Ich hatte zumindest noch ein Bissen auf der Gabel. Und wie hat die Angeklagte auf Sie reagiert? Sie hat gegrinst. Und das hat mich doppelt auf die Palme gebracht. Bin ich halt aufgestanden und gegangen. Wie ging es denn dann weiter mit Ihnen, als Sie das Lokal wieder verlassen hatten? Ja, ich bin nach Hause gekommen und musste von Minute zu Minute mit mir kämpfen. Mir wurde übel und schließlich musste ich mich heftig übergeben. Ich habe dann letztendlich den Notarzt gerufen. Ich habe damit nichts zu tun! Frau Malaschek, Ihre Küche wurde noch am gleichen Abend untersucht, nachdem Herr Bach den Verdacht geäußert hatte, dass irgendwas mit dem Essen nicht gestimmt hat. Mhm. Ja? Und die Polizei ist in Ihrem Mülleimer fündig geworden. Und zwar wurden Reste dieser Frikadellen hier gefunden. Die wurden eigentlich im Labor untersucht. Ich verlese Ihnen mal das Laborgutachten. Ich hoffe, Ihnen wird nicht wieder schlecht dabei. Hier, Untersuchung von Speiseresten von Hackfleischfrikadellen enthält Salmonellen, Staphylokokken, EPEC, das sind enterohämorrhagische E. coli, also Kolibakterien. Und hier steht noch dazu, diese Bakterien können gefährliche Enterotoxine verursachen, die in schlimmen Fällen sogar Zellen und Gefäße der Darmwand schädigen und blutigen Stuhlgang zur Folge haben können. Zudem wurden, und das ist ganz interessant, wieder Haare in den Frikadellen gefunden, ja? Zwei Haare von Ihnen laut DNA-Analyse. Ach, die hat doch sicher mein Sohn aus meiner Haarbürste rausgefriemelt und dann unter das Hackfleisch gemischt. Unsinn sowas. Wenn Sie mal Ihren Sohn mal richtig ranlassen würden, ja, mal richtig kochen lassen würden, dann würde sich Ihre uselige Bude mal zu einer Goldgrube mausern. Das ist aber mein Laden. Da lasse ich mir nicht reinquatschen. Mal was anderes, Herr Bach. Wie ist es eigentlich zu dieser Ihrer ersten Beurteilung, Restaurantkritik im Dezember 2009 gekommen? Das Lokal zur schönen Aussicht war mal, als Herr Malaschek Senior noch gelebt hat, ein beliebtes Ausflugsziel. Mhm. Ja, er war Koch aus Leidenschaft. Ich habe richtig verstanden, bevor die Angeklagte das Lokal übernommen hat, da haben Sie über dieses Lokal zur schönen Aussicht nur Positives geschrieben. Ja, bis vor 15 Monaten Frau Malaschek nach dem Tod ihres Vaters das Lokal übernommen hat. Mit ihrem Mann zusammen, mit ihrem Mann zusammen, ja, genau. Das heißt, mit dem Lokal ging es aus Ihrer Sicht bergab. In Windeseile. Die Leute haben sich das Maul zerrissen. Die Gäste blieben aus. Kein Mensch ist mehr reingekommen. Nur ein paar Fernfahrer haben sich mal darin verehrt. Sie waren doch auch da und haben bei uns gegessen. Ja, weil ich mir selber ein Bild machen wollte. Nein, Sie wollten nur kommen und einen fertig machen und mich durch den Kakao ziehen, weil Sie daran Spaß haben. Ich lasse mich doch von hier nicht als unseriösen Journalisten hinstellen. Alles, was ich geschrieben habe, ist wahr. Dann hätten Sie schreiben müssen, dass wir ein 1A Essen haben, in gemütlichem Ambiente. Wirklich 1A? Wenn das geschnetzelte C ist wie Kaugummi, die Kartoffel grau, die Tischdecke so bunt, als könnte man da die Gerichte der letzten Wochen drauf erkennen? Ach, Sie fantasieren doch. Wie hat denn die Frau Malaschek darauf reagiert? Ja, sie hat mich angerufen und sie hat gesagt, dass ich was erleben kann, wenn ich meine Meinung nicht ändere und ihren Ruf wiederherstelle. Danach war erstmal Sendepause, bis sie mich im Februar erneut angerufen hat. Ja, ich hatte mich ja auch dann wieder abgeregt in der Zeit. Na, das stimmt ja wohl nicht, oder? Ich meine, wir haben ja eine Drohung gegenüber Herrn Bach sogar noch auf Video, dass ein Mitarbeiter des Gesundheitsamtes noch 2 Wochen vor der Tat in der Küche Ihres Lokals aufgenommen hat. Ja, haben Sie die Anzeige erstattet beim Gesundheitsamt? Ja, selbstverständlich. Ich wollte, dass Frau Malaschek mal Anleitung bekommt, wie sie ihre Hygienestandards verbessern kann. Bei mir war sie ja beratungsresistent. Den Film, den Sie gerade angesprochen haben, den schauen wir uns doch mal an. Es ergeht folgender Beschluss. Der Film wird in Augenschein genommen. So, jetzt wollen wir uns doch mal hier umsehen. Jetzt hat mir dieser Schnösel doch einen vom Amt auf den Hals gehetzt. Ja, ja, das hat schon seine Richtigkeit. Das wird der Bach bereuen. Ja, ja. So war ich Sigi Malaschek heiße. Ja, ja, wir überprüfen. Hier gibt's nichts zu sehen. Aha, was haben wir da? Aha, das sieht aber alles aus. Da ist nichts! Da ist nichts, sehe ich aber anders. Doch! Was haben wir denn hier drüben? Ist alles in Ordnung hier! Ja, alles in Ordnung. Das sehe ich auch anders. Und hier, was ist das hier? Der Backofen. Da ist nichts! Also hier, Essensreste. Also Frau Malaschek, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe genug gesehen hier, ja? Das ist ein unsäglicher Zustand hier für diese Küche. Das wird Folgen haben, das sage ich Ihnen. Ach. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, bei den Bildern wundert es mich, dass nicht schon vorher gestern Lebensmittelvergiftung bekommen haben. Ein paar Bakterien haben noch keinen umgebracht. Frau Malaschek, das dürfen Sie doch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie haben als Gastwirt die Verantwortung dafür, dass Sie Hygienestandards einhalten. Und wenn was passiert, dann sind Sie aber ganz fett dran. Ja.
Welche Folgen hatten denn diese Aufnahme für Sie? Ja, nachdem der unseren Laden geschlossen hatte, dann hat er uns erklärt, wie wir alles verbessern könnten. Und dann hat mein Mann und ich, wir haben dann geputzt und alles sauber gemacht. Und dann hat er noch mal kontrolliert und dann durften wir nach 2 Tagen wieder aufmachen. Meine Mandantin hatte also keinen Grund, länger wütend zu sein. Genau. Im Video hat sie aber Herrn Bach gegenüber eine Drohung ausgesprochen. Das war doch nur in der ersten Wut. Das glaube ich allerdings nicht, ja. Und wir durften sie ja inzwischen auch ein bisschen kennenlernen. Und sie hatten ja jeden Tag mit den Folgen des Artikels zu kämpfen, oder? Und dementsprechend stieg ihre Wut Tag für Tag. Bis sie dann endgültig entschlossen hatten, sich an Herrn Bach zu rächen, nicht wahr? Das war ich nicht, das war mein Sohn Dirk. Der hat den für Lebensmittel giftet und der hat ihm auch das Fax geschickt. Sie haben Herrn Bach eingeladen, ja, und wollten sich bei der Einladung an ihm rächen. So sieht's doch aus. Also weißt du, Dirk, deine Mutter den Bach vergiften. Nee, im Leben nicht. Doch, Papa, und der traue ich noch einiges mehr zu. Weißt du, dem Einzigen, dem ich hier alles zutraue, das bist du. Sie, Mama. Denn Sie, ich habe es immer auf die gute Tour versucht. Ich wollte, dass wir uns alle vertragen. Ach, Dirk Malerschenk, mittlerweile glaube ich, dass du das eingefädelt hast, damit du ganz billig an unseren Laden kommst. Warum machst du mich jetzt eigentlich so an? Tantissimo, eh beh. Ah, sai, Mama, ho conosciuto un uomo con veramente tanti soldi, sì. Malaschek, guten Tag. Sie wissen, dass Sie als Zeuge hier die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage machen Sie sich strafbar. 55 StPO. Ich belehre Sie vorsorglich. Vor allem nach dem, was Ihre Mutter hier so behauptet, dass Sie auf einzelne Fragen gar nicht antworten müssen, wenn Sie sich selbst belasten könnten. Sie heißen Dirk Malaschek, 23 Jahre alt, wohnen in Koppenwart, sind ledig, sind gelernter Koch. Jetzt sind Sie Servicekraft im Restaurant Ihrer Eltern. Und die Angeklagte ist Ihre Mutter. Damit hätten Sie auch ein Zeugnisverweigerungsrecht. Wenn Sie nicht wollen, müssen Sie gar nicht aussagen. Nein, ich will auf jeden Fall was sagen. Sie waren ja an dem 12. Februar auch im Lokal Ihrer Eltern. Ist das richtig? Das stimmt. Ich war circa um 11 Uhr da und habe meine Mutter gesehen, wie sie Frikadellen gebraten hat. Natürlich war ich total verwundert, weil der Gastraum war natürlich wie immer mal leer. Und was hat Ihre Mutter dazu gesagt? Dass die Frikadellen für einen ganz speziellen Gast seien. Ja, und mit diesem ganz speziellen Gast hat sie Thomas Bach gemeint. Ich habe nicht gekocht und mit dir geredet habe ich schon gar nicht. Ist klar. Ich sehe Geister und rede mit denen über Frikadellen. Also mich wundert's, dass Sie im Restaurant überhaupt erschienen sind. Seitdem die Gäste ausgeblieben sind, da wurden Sie doch gar nicht mehr gebraucht im Service. Ich war ja auch nicht zum Arbeiten da. Ich wollte mit meiner Mutter über finanzielle Dinge reden. Und hat sie sich auf so ein Gespräch eingelassen? Nein, sie hat den Teller mit den Frikadellen und dem Kartoffelpüree hingestellt und ist abgehauen, nach oben in die Wohnung. Ja, und warum sind Sie nicht wieder gegangen, nachdem Sie gemerkt haben, dass Ihr Anliegen auf taube Ohren gestoßen ist? Weil die Küche aussah, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Da habe ich erst mal klar Schiff gemacht, damit das Gesundheitsamt den Laden nicht wieder zumacht. Nein, Sie sind doch nur geblieben, weil Sie Thomas Bach erwartet haben, den Sie selbst per Fax für diesen Tag eingeladen hatten. Nein, ich wusste nicht, dass er kommt. Wussten Sie denn, dass Ihre Mutter am 3. Februar schon mal ein Telefonat mit dem Herrn Bach geführt hatte, wo sie um eine zweite Chance gebeten hat? Nein, auch davon wusste ich nichts. Ich meine, mir erzählt keiner mehr was. Und ich habe natürlich direkt einen Schreck bekommen, als ich den Gästeraum gesehen habe und den Herrn Bach darin. Der hat ja total getobt, weil er nichts zu essen bekommen hat und hat damit gedroht, wieder zu gehen. Jedenfalls wusste ich dann, wen meine Mutter mit dem speziellen Gast meint. Ich habe gedacht, sie hat den ganzen Morgen in der Küche gestanden und gekocht, um eine bessere Kritik zu bekommen. Da habe ich den Teller sofort in die Mikrowelle geschoben und heiß gemacht. Haben Sie eigentlich Ihre Mutter dann über das Erscheinen des Herrn Bach informiert direkt? Als ich das Essen serviert habe, bin ich direkt ins Treppenhaus und habe hochgerufen, dass Herr Bach das Restaurant betreten hat und bereits was zu essen bekommen hat. Und dann? Dann bin ich abgehauen. Und warum so plötzlich? Weil meine Mutter das Essen wie immer auf den Teller geklatscht hat, wie auf der letzten Autobahnraststätte. Und auf den Stress mit meiner Mutter, dann hätte ich keine Lust gehabt, wenn Herr Bach sich dann darüber aufregt. Du verlogener Kerl. Du weißt genau, dass ich die Wahrheit sage. Sie haben ja Koch gelernt, oder? Ich bin gelernter Koch. Warum arbeiten Sie da nicht als Koch? Oder würden Sie da gern bei den Eltern als Koch arbeiten? Sie lässt mich ja nicht als Koch arbeiten. Und arbeiten würde ich natürlich dort gerne. Ich würde meinen Eltern was Neues zustande bringen. Ach Blödsinn, du willst doch nur den Papa und mich rausdrängen und dann das Lokal selbst übernehmen. Quatsch, ich möchte mit euch zusammenarbeiten in einem Team. Und dann, wenn ihr mal nicht mehr könnt, dann würde ich das Restaurant übernehmen. Ach du! Frau Malaschek, vielleicht behalten Sie einfach mal für sich, was Ihnen auf der Zunge liegt. Gut. Aber ich habe an dem Tag nichts gekocht. Und ich habe auch nicht gewusst, dass der Bach da ist. Ich habe das doch erst erfahren, wie mein Sohn hochgerufen hat, dass er da ist. Ich habe auch kein Fax geschickt. Und deshalb bin ich davon überzeugt, dass das alles eine Intrige Ihres Sohnes Dirk war. Genau. Ich sage mal was. Der liebe, hilfsbereite Sohn, den Sie hier vorgeben zu sein, der sind Sie nicht, Herr Malaschek. Doch, natürlich.
Sonst hätten Sie ja Ihrer Mutter vor der Tat nicht in einer derart abfälligen Art und Weise auf den Anrufbeantworter gesprochen, oder? Ach, diese besagte Nachricht auf dem Anrufbeantworter, die haben wir ja auch hier. Die hören wir uns mal an, würde ich mal sagen. Es geht der Beschluss, die Nachricht wird abgespielt und damit in Augenschein genommen. 5. Februar 2010, 14.33 Uhr. Ich habe gerade eine Rechnung in der Mülltonne gefunden, vom 10. November. Ich habe die aufgemacht und bin fast umgekippt. 3.000 Euro Schulden habt ihr bei der Brauerei. Wer weiß, wo ihr noch alles in der Kreide steht. Also ich gucke nicht länger mit an, wie ihr das Lebenswerk vom Opa kaputt macht. Der hat immer gewollt, dass ich den Laden erbe. Der beißt sich jetzt im Grab dafür in den Arsch, dass der nicht mehr dazu gekommen ist, ein Testament zu schreiben, weil er so plötzlich gestorben ist. Aber wartet nur ab. Ich werde dafür sorgen, dass der pleite geht. Dann ist Schluss und ich krieg endlich meine Chance. Was sagen Sie dazu, Herr Malaschek? Ich sagte, dass der Laden pleite gehen soll, aber das war nicht so gemeint. Am 5. Februar, da haben Sie Ihrer Mutter auf dem Anrufbeantworter gedroht. Sie hatten zuvor am 3. Februar mitbekommen, dass Ihre Mutter den Herrn Bach für ein zweites Mal eingeladen hatte. Und am 6. Februar, da hatten Sie dem Herrn Bach dieses Fax geschickt, um Ihre Eltern im wahrsten Sinne des Wortes in die Pfanne zu hauen. Nein, ich will doch meine Eltern nicht ruinieren. Und warum haben Sie sich dann Informationsmaterial für einen Kredit in Höhe von 330.000 Euro als Muster für den Kauf eines Objekts, nämlich des Objekts zur schönen Aussicht, durchrechnen lassen? Hä? Können Sie mir das mal erklären? Wo haben Sie die Unterlagen her? Das sind meine. Ja, die habe ich aus. Und Sie haben ja sogar schon geplant, wie es nach einer Übernahme durch Sie weitergehen soll. Sehbar, Restaurant und mehr soll das Restaurant also heißen. Und schauen Sie mal, Sie haben hier sogar schon eine Speisekarte entwickelt. Hä? Und wo haben Sie die Unterlagen her? Das sind meine. Ja, die habe ich aus deinem Auto geholt. Gell? Ist doch selber schuld, wenn du das Auto nie abschließt. Also erstmal dürfen Sie hier niemandem was entwenden, ja, auch nicht Ihrem Sohn. Und wenn ich das jetzt weiß, dass Sie ihm das entwendet haben, dann ist es hier auch nicht verwertbar. Weißt du, Mutter, ich find's so traurig, ja. Ich will Kredite aufnehmen, ich arbeite Konzepte aus, ja. Und du stellst dich so quer und wirtschaftest den Laden auch noch runter. Gut, noch Fragen? Keine Fragen. Sorry, ich muss noch was sagen wegen einem Notizzettel. Wegen was für eines Notizzettels?